Ja, wir haben heute abschließend in der 30er-Runde zusammengesessen und haben die Diskussionen, die wir in den letzten Wochen in den Sondierungsbereichen geführt haben, heute zusammengebunden und haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Papier vorgelegt, wo ganz klar wird, dass wir in vielen, vielen Bereichen sehr viel erreicht wird. Deswegen ganz klar die Einladung an euch, schaut euch das Papier genau an. Es sind, glaube ich, 14 Seiten, wo wir aus den verschiedenen Bereichen hier konkrete Ziele vereinbart haben, aber wo eben auch ganz klar wird, wo wir weiter diskutieren müssen. Aber Wolfram sagt jetzt vielleicht doch noch mal 2, 3 Punkte. Ja, also nicht nur, dass man im Papier, glaube ich, auch anmerken wird, wie hart wir miteinander gerungen haben, eben auch die Punkte, wo es noch weitergehen muss, aber eben das Erreichte, was man auch klar benennen muss als auch viele grüne Erfolge. Aber ganz wichtig ist, wir müssen es jetzt gemeinsam diskutieren. Wir haben am Samstag Mitglieder öffentlichen Parteirat hier in Dresden und dann vor allen Dingen nächste Woche am 12. in Leipzig unsere Landesdelegiertenkonferenz, auf der wir das besprechen werden. Und vorher gibt es noch Regionalkonferenzen, damit wirklich alle die Möglichkeit haben, dieses Papier mitzudiskutieren, damit wir dann entscheiden können.